Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Unseren ersten Stopp für 2 Nächte legen wir im Abbey Wood Caravan und Motorhome Club ein. Vor dem Tor befindet sich der Carpark. Dort können Spätankömmlinge übernachten oder zusätzliche Autos geparkt werden. Nach der Einfahrt, direkt vor der Anmeldung, befindet sich auf der linken Seite eine Parkbucht, um einzuchecken. Zum Auschecken befindet diese sich auf der rechten Seite. In der Anmeldung befindet sich auch ein kleiner Shop mit Getränken, Eis und kleinen Snacks. Die Betreiber sind freundlich und hilfsbereit. Kurz hinter der Einfahrt und kurz vor der Ausfahrt befinden sich gut zugängliche Ver- und Entsorgungen mit großem Bodeneinlass. Eine Waschgelegenheit für Hunde und Fahrräder befindet sich an der hinteren Ver- und Entsorgung. Über den Platz verteilt gibt es insgesamt 6 Stationen, um die Chemietoilette und Müll zu entsorgen oder Frischwasser zu zapfen. Der Platz hat 2 Sanitärgebäude mit je einem Raum, um Wäsche zu waschen und Geschirr abzuspülen. Toiletten und Duschen sind zwar in die Jahre gekommen, waren aber immer sauber und gepflegt. Der Bahnhof von Abbey Wood ist fußläufig in 10 Minuten erreichbar und von dort aus kann man gut mit dem Zug nach London fahren, um dort eine Sightseeing-Tour zu starten. Die Plätze sind ausreichend groß und entweder geschottert oder mit Rasen versehen. Es besteht freie Platzwahl. Es gibt ausreichend viele Plätze mit und ohne Schatten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Englandreise weitergeht, lasst gerne ein Abo da. Bis dahin, immer gute Fahrt!